You have to be careful. Heute darf ich euch wieder ein wundervoll anmutendes und superb verarbeitetes Benchmade-Modell vorstellen. Ja, ich kann das nur immer wieder sagen, die Benchmade-Modelle, die sind wirklich spitze verarbeitet. Da stimmt das Finish oftmals. Hier haben wir eine ziemlich perfekte Klingenzentrierung. Der wunderbar weiche Lauf ist eh etwas, was ich an den Benchmade-Modellen liebe. Hier droppt sie nicht free, fällt nicht von alleine, da muss man einen kleinen Schwung mitgeben. Könnte ich noch ein bisschen besser einstellen, lasse ich jetzt aber so, weil wir so seitlich einfach kein Klingenspiel haben. Und halt auch die Klingenzentrierung, die mittige, mir gut gefällt. Und das Messer läuft auch so anständig leicht. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Design, gerade was die Klinge betrifft, von Bob Lamm. Leider schon verstorbener Messermacher. Die ersten Messer, die ich damals von dem auf dem Schirm hatte, war, glaube ich, der Chinese Folder, den Spyderco rausgebracht hatte. Dann gab es von Benchmade noch ein Modell. Ich glaube, das war das Tanto Lamm, bin mir da nicht ganz sicher. Volltitan, Klapper. Schon ein cooles Teil. Überhaupt hatte Bob Lamm immer sehr ausgefallene Klingenform, viel Tanto und halt in dem Fall hier eine mächtige Spearpoint-Klinge, die relativ dünn gehalten wurde. Hier haben wir den 154cm. Der wird von Benchmade gerne benutzt. Den haben sie gut im Griff. Feiner Stahl. Bob Lamm Design mit seinem Logo und größtenteil flach geschliffen. Nur oben haben wir noch eine kleine Swatch und die gibt einfach einen schönen, rasanten, leicht aggressiven Look. Die Klinge ist haarfein ausgeschliffen. Wirklich eine Freude. Wenn Production Knife so fein ausgeschliffen kommt, bekommt man wirklich einen großartigen Slicer. Hier bei dem Mini Onslaught, nur haben wir auch den Namen mal genannt, bekommt man dann in der Tat auch einen großartigen Slicer. Es gibt auch noch eine große Version, die ist dann auch wirklich riesig. Ich hatte mir damals lange überlegt, als es auf den Markt kam, ob ich es mir hole. Einerseits war der Preis nicht ohne, das Teil kostet. Und der andere Grund, und das war eigentlich der Haupthinderungsgrund, war diese Fingermulde, die ich überhaupt nicht mag. Aber das liegt an meinen Händen, das muss jeder für sich entscheiden. Mir war das große Modell dann einfach zu groß, ich weiß nicht genau wie lang es ist, aber das ist ein riesiges Teil, auch mit einer enormen Klingenlänge, war mir dann einfach too much als EDC. Und das kleine Modell, das eine schöne EDC-taugliche Klinge hat, von der Länge, von der Ergonomie, von allem, Aussehen, Finish, ist wieder super sexy und nice. So toll die ist, der Griff passt einfach nicht, der ist zu klein. Ich habe Probleme bei der Wölbung hinten. Jeder, der sowas mag, dieses Griffdesign, der wird es toll finden. Andere kommen damit vielleicht nicht ganz so klar mit diesem Persian-artigen, angehauchten Style. Und bei mir liegt es einfach nicht richtig. Wenn ich mit dem Zeigefinger in die Mulde reingehe, bin ich wirklich weit, weit weg von der Klinge. Das mag ich einfach nicht so besonders. Und hinten liegt mein kleiner Finger leider genau auf dieser Mulde drauf. Ist sehr unangenehm. Und wenn ich zu weit nach hinten gehe, ist es einfach ein unnatürliches Griffgefühl. Greife ich vorne, ist es von der Sicherheit okay, aber mein Mittelfinger und Zeigefinger und kleine Finger ist alles gequetscht. Passt also einfach vorn und hinten nicht bei mir in die Hand, das Mini Onslaught.
Ich glaube, das ist wirklich was für kleinere bis mittelgroße Hände. Dann bekommt man aber einen wunderbaren Slicer. Wie ich schon sagte, der Access Lock macht einen fantastischen Dienst. Der macht einfach Spaß beim Spielen. Ist ganz sicher von der Funktion. Und wer mal ein Messer erleben möchte mit leichtem Klingenlauf, der sollte wirklich mal einen Benchmade in die Hand nehmen. Für gewöhnlich überzeugt und beeindruckt das nämlich sofort. Die Griffscharen sind wunderbar poliertes, schwarzes G10. Ja, perfekt gearbeitet. Unterlegt mit Edelstahlplatinen, die aufgebohrt sind, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Dann haben wir noch einen Kunststoff-Spacer, da kann ich leider nicht sagen, was das ist. Sieht mir aber nicht nach G10 aus. Der steht ein bisschen über, drückt aber null in die Hand rein. Schön finde ich, dass der Access Lock schwarz gehalten wurde. Die Achshülse und die Achsschraube wurden anthrazitfarben gehalten. Das passt sehr schön zum Griff. Und auch dieser kleine Metallring ist dieser kleine Touch, der wirklich eine Menge ausmacht. Dadurch wirkt das gleich sehr wertig, sehr schön, feine Idee. Der Clip ist sehr groß gestaltet, gefällt mir optisch auch nicht so doll. Hier vorne ist es okay, es ist fein poliert alles. Hier hinten gefällt mir das einfach nicht besonders, die Lösung. Also rein optisch, von der Funktion ist der sehr gut. Man kann ihn schön greifen beim Rausziehen. Aber das ist, wie gesagt, hier hinten optisch nicht wirklich meins. Ja, ansonsten kann ich da gar nicht was Negatives zu sagen, außer dass der Griff mir nicht passt. Wir haben halt das Spidey-Hole hier beim Benchmade, die das ja auflegen dürfen mit Erlaubnis von Spyderco. Und das ist immer eine schöne Öffnungshilfe. Also fein, dass man das auch manchmal bei anderen Messern findet. Dadurch lässt sich die Klinge einfach super leicht öffnen. Jeder, der ein Spyderco hat, der weiß ja die Vorzüge des Spidey-Holes zu schätzen. Das dann in Verbindung mit dem Access Lock ist eine tolle Verbindung. Sollte viel, viel öfter geschehen, meiner Meinung nach. Ja, tolles Material, sehr gute Verarbeitung, großartige Slicer-Eigenschaften. Ja, mal wieder ein Modell, das vorne und hinten punktet. Bob Lamm Designs, müsst ihr mal auschecken. Ich werde euch noch eine Seite unten mit reinpacken. Und dann geht mein Dank rüber in die Schweiz zum Andreas, der dieses Messer für die Spendenkiste gespendet hat. Und dann kommt ein weiteres großartiges, feines, tolles Messer unter die Leute. Und Geld für den guten Zweck, einfach nur der Wahnsinn, die Szene, wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Das war das Bench mit Mini Onslaught, Bob Lamm Design, feines Teil. Alles klar, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.